Handfallen sind ziemlich wichtig im Spiel, denn die annullieren den gegnerischen Zug komplett bzw. blocken ihn vom irgendetwas. Ja, deswegen hier in diesem Video die Handfallen, die ihr vielleicht in euer Deck packen solltet. Und damit begrüße ich euch natürlich wieder zu einem niegelnagelneuen Video hier auf meinem Kanal Made in Tokyo. Wenn euch solche Videos gefallen, dann natürlich einen Daumen nach oben geben, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wir schauen uns heute ein paar Handfallen an und wir haben im letzten Video darüber gesprochen, welche Karten essentiell in jedes Deck eigentlich reinkommen sollten. Deswegen wird es hier wahrscheinlich die eine oder andere Karte sich wiederholen, aber nur damit ich Kategorie halber das Ganze mal am besten erklären kann, nehme ich diese Karten natürlich auch mit rein. Und wir fangen natürlich direkt an. Ich gehe hier meine Liste durch, die ich mir auf Google Docs aufgeschrieben habe. Ha, ganz fancy unterwegs. Und zwar natürlich Maxi wieder und natürlich Aschenblüte. Wie gesagt, zwei gute Handfallen, die man einsetzen kann. Ja, Maxi bringt eigentlich dazu, dass jedes Mal, wenn er eine Spezialbeschwörung macht, dass du halt eine Karte ziehen kannst, ist natürlich in dieser Meta absolut unerlässlich. Je mehr Karten du ziehst, desto besser ist es und je besser kannst du deine Kombination spielen. Bei der Aschenblüte wäre das in dem Fall genau das gleiche. Die nächste Karte ist Nibiru. Auch da wieder nochmal ganz kurz gesagt, ne, wenn der Gegner mehr als 5 mehr Monster beschwört, dann kannst du diese Karte einsetzen, das ganze Spielfeld wipen und Nibiru spielen. Du kriegst ein Monster mit guten, satten Angriffspunkten. Der Gegner kriegt einen Token, der natürlich ein kleines bisschen schwächer ist im Angriff. Das kann auf jeden Fall einiges helfen, das Spiel nochmal komplett umzudrehen. Die nächste Karte wäre Didi Crow. Und Didi Crow ist eine sehr, sehr gute Karte, wenn du es mit einem Gegner zu tun hast, der wirklich auf dem Friedhof rum agiert. Ja? Der sehr, sehr viele Effekte auf dem Friedhof aktiviert, wie zum Beispiel ein Virtual World Deck, wie zum Beispiel ein Eldritch-Deck, wie zum Beispiel ein Tri-Brigaden-Deck. Ne? Also alles, wo er, der Gegner, halt eben Effekte vom Friedhof aktiviert, kannst du Didi Crow auf jeden Fall spielen und wirklich alles, wirklich rigoros alles kaputt machen. Denn du kannst die Karte einfach aus dem Spiel entfernen und dann war es das im Grunde genommen. Deswegen eine sehr, sehr gute Karte für oder beziehungsweise gegen Decks, die sehr, sehr viel auf dem Friedhof unterwegs sind. Im Großen und Ganzen. Ghost Ogre und Snow Rabbit ist eine Karte, die, man muss eigentlich nicht viel erklären, sondern die kann wirklich alles annullieren. Das ist eine Karte, die geht wirklich straightforward zum Punkt und zwar negiert sie jeglichen Karteneffekt, den dein Gegner in irgendeiner Weise einsetzen möchte. Fertig. Ist eine gute Karte. Sollte man eventuell mal schauen, dass man sie ins Deck einbaut. Effektverschleierer, absolut super. Negiert halt einen Effekt von einem offenen Monster, was auf dem Spielfeld ist. Und das war's. Das ist natürlich sehr, sehr gut, um halt sich gegen OTK zu wehren. Also ein One-Turn-Kill, wo der Gegner dir dann mehr als 8000 Lebenspunkte bzw. 8000 Lebenspunkte wegballert. Quasi ein One-Shot und dann bist du weg. Damit kann man das Ganze ein bisschen aufhalten. Ghost Bell ist auch eine sehr, sehr gute Karte, wenn es um das Thema geht, dass der Gegner sehr viele an seinem Friedhof herummachen muss, denn diese Karte blockiert quasi den Friedhof des Gegners quasi und er kann einfach gar nichts tun. Auch noch so eine sehr gute Karte gegen Eldritch zum Beispiel, ja, ich kann es nicht oft genug betonen, wir knacken den Dude und dann ist er irgendwann nicht mehr spielbar. Gut, kommen wir zu den letzten zwei Karten und zwar die erste Karte ist Infinite Impermanence. Die Karte habe ich auch in einem anderen Video schon mal vorgestellt gehabt und zwar ist diese Fallenkarte, die du entweder auf dem Feld eher aktivieren kannst oder eben auf der Hand aktivieren kannst, dass du einfach einen Effekt des Monsters, was du halt eben targetst, komplett annullierst. Sehr gute Karte, haben manche dreimal drin, um die Effekte auf dem Feld zu annullieren und ist auf jeden Fall eine saubere Karte, sollte man drin haben, ist aber eine Ultra Rare, das heißt auch ein bisschen schwieriger zu bekommen. Die letzte Karte wäre Gamma, ne, beziehungsweise Frame Gear Gamma. Diese Karte ist im Grunde genommen genau das gleiche. Sie annulliert halt einfach einen Effekt, sowas wie Aschenblüte zum Beispiel. Sie annulliert den Effekt, hat aber noch einen Zusatzeffekt, dass die Karte auch noch komplett zerrissen wird, also zerstört wird. Und dann kannst du sogar noch eine Spezialbeschwörung beschwören von einem Monster, was eben zu dieser Karte Gamma eben gehört, so diese Kombination. Und die bleibt bis zum Ende des Zuges. Heißt, du hast nochmal eine kleine extra Barriere auf dem Feld oder eventuell sogar ein Monster, was schon mal was stärker ist als das gegnerische Monster. Ne? Also eine sehr, sehr gute Karte, haben viele tatsächlich zweimal drin, weil es im Grunde wie Aschenblüte wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Aber mit dem anderen Effekt natürlich noch, dass die Karte dann auch komplett zerstört wird. Gut, das war's für dieses Video. Das sind Handkarten bzw. Handfallenkarten, die ihr unbedingt ins Deck reinpacken solltet. Denn es geht hier viel um Annullieren, Annullieren, Annullieren in dieser Season. Und deswegen seid auf jeden Fall da gut vorbereitet. Ja? Gut, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Und vergesst, wie gesagt, nicht liken und dann abonnieren für mehr Japan-Videos bzw. Japan-Game-Videos, Anime-Games und Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut auf jeden Fall rein und ciao.